herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich werfe jetzt erstmal den 3D-Mark-Test an. Nebenbei werde ich direkt mal PC-Bay hier öffnen. Und Will It Run, das brauchen wir auch irgendwann gleich wieder bestimmt. So, kaufen, verkaufen. So, kaufen wird erstmal wichtiger sein. Und na, da ist leider gerade nichts so Interessantes drin. Schade. Können wir also wegtun. Jetzt wird es aber gleich interessant. Da war ja die Beschreibung von dem Produkt nicht so ganz echtes Deutsch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier ein 360mm Radiator irgendwo reinpasst. Ah ja, gut, er passt rein. Da stand irgendwas von einer dreifachen Heizung drin. Und ja, das war irgendwie sehr, sehr komisch. Aber es scheint ja zu gehen. Auch wenn ich die falsche Wand abgebaut habe. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir hier die drei Gehäuselüfter alle ausbauen müssen. So, installieren wir erstmal das Main. Was? Passt nicht? Was? Das ist ein 360mm und das hier unten sind drei 120mm Gehäuselüfter. Also jetzt wollte ich mich aber verarschen. Ah, nein. Das geht nicht da hinten. Nein. 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 Wieso? Nein. Jetzt werden wir den PC irgendwie verkacken. Weil ich schaffe das nicht sonst irgendwie 360mm Radiator irgendwo einzubauen, außer einem sehr, sehr viel teureren Gehäuse. Oder ich gehe einfach auf eine günstigere Wasserkühlung, was auch eine Option wäre, aber das wäre nicht so lustig. Schade. Aber ich glaube, ich behalte das Teil jetzt und nehme einfach einen 240mm Radiator, der hier auch reinpasst. So, Kühlung. So, 240mm, 280 meine ich. Obwohl, ich weiß nicht, ob 280 reingeht, nehmen wir einfach mal die 240er. So, perfekt, steht schon auf der richtigen Lieferzeit. Und den PC können wir schon mal in den Flur stellen. Nein, ich nicht. So. Und 5 Sterne. Der neue Computer ist echt erstaunlich. Dankeschön. Gut, du musst noch ein bisschen warten. Du musst noch sehr viel länger warten. Dein PC kann ich überhaupt nicht machen. Dein aber vielleicht. 115. Ich brauche was repariert. Ich bin sicher, jemand wie sie findet heraus, was hier schief läuft. Der Mauszeiger bleibt einfach stehen und man kann nichts mehr machen. Eventuell braucht der Computer mal einen Frühjahrsputz. Ich könnte mit 3D-Mark... Was? Ich hörte, mit 3D-Mark ließen sich... Ah, okay. Stabilitätsprobleme ganz einfach feststellen. Neulich habe ich auf PCBay ein paar von diesen abgefahrenen Kunststoffrotkabeln gesehen. Haben wir Kunststoffrotkabel? Kabel? Kunststoffrot. Gut. 115. Mhm. Der I3. Das Netzteil könnte sogar auch so teuer sein. Sag nicht, dass das 56F ist. Warum ist das 56? Das macht keinen Sinn. Warum ist das 56F günstiger als das 60F? 65 meine ich.
Warum ist das 65F günstiger als das 60F? Egal, ich muss nicht alles verstehen. Na, das könnte es theoretisch auch sein, aber das müsste eigentlich... Das müsste eigentlich... Ja. Okay. Nehmen wir an. Das hier ist 5 Sterne, das können wir nicht tun. 105 Euro, Dollar. Irgendetwas stimmt mit meinem PC nicht. Können Sie mal untersuchen, was mit meinem PC nicht stimmt? Das Blöding stürzt dauernd ab. Ich hätte die Reparatur ja selbst erledigt, aber mir fehlt einfach die Zeit. Okay. Haben Sie schon mal von Intel gehört? Die sollen unglaublich toll sein. Okay. i3-6100. Der ist es, ziemlich safe. So. Na, da. Gut ist angenommen. Die Gutschnäppchen sind mögen hier zwar sein, aber leider nicht das, was wir brauchen können. Ich schau noch mal nach. Steht halt noch nicht mal dran. Ah, doch, steht dran, 4 GB. Ja, eine 1060 ist jetzt nicht so geil. Das hier ist aber, das hört sich schon ganz gut an. 16 GB. Oh ja, 3000 MHz. Ich schau mal, wie viel der sonst kostet. Holy moly. Kann man mal machen. Irgendwann werden wir den bestimmt gebrauchen können. So, ja gut. Das Gehäuse werde ich gerade noch mal... Obwohl, nee, das lasse ich stehen. Für einen anderen also für den Auftrag eben. So. Tag beenden. Und dann auch wieder zurück zur Arbeit. Dann nehmen wir nicht den PC, der ist nämlich der, an dem wir jetzt nicht weiterarbeiten können. So, ich schau trotzdem. Oh. Umrechnung. Wird erstmal gezahlt. Oh. Vergessen Sie nicht, Ihr Licht zu löschen. Sag nicht, dass man das jetzt ernsthaft machen kann, damit Strom spart. Wäre krass. Angebote. Defekter PC mit Intel, okay. Ein defekter PC. Interessiert mich jetzt schon. Na, aber ich weiß nicht, was defekt ist. Ne? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Das ist ein bisschen beschissen. Aber klar, das ist ein unglaublich guter Preis. Es lohnt sich eigentlich schon fast wegen dem Gehäuse alleine. Wenn ich mal kurz nachschaue, was kostet ein NZXT H440? Als ich das Gehäuse überhaupt schon haben kann. Ja, 200 alleine schon. Ja, weißt du was, das kaufe ich. Damit kann ich schon ein bisschen Geld machen.
erstmal alles sauber machen. Hier drin natürlich auch. So, ist das Mainboard auch wirklich sauber? Ja, ich glaube schon. So, Diagnosestände reparieren, das war... Sekunde, wie war die E-Mail-Adresse? Pauschuldig. Ah ja, genau. Bei der I3. Den ich ja Gott sei Dank ganz, ganz, ganz oft da habe. Und der hoffentlich auch das Problem ist. Ja, ist er. Habe ich ja noch zwei. Also überhaupt kein Problem für mich. Schon ist das Ganze wieder installiert. Und ich sollte vielleicht noch den Lüfter anschließen. So. Seitenwand auch wieder dran. Und ich schau mal nach, wollte die Person 3D... Okay, 3D Mark. Ist 3D Mark vielleicht schon vorinstalliert? Nee, so nett ist gefühlt keine Person, dass sie mir das schon mal abnimmt. Ja, den PC mache ich als letztes für den Tag. Mache ich erstmal die einfacheren Sachen. So. Und da war es genau ein i3 6100. Eigentlich ein bisschen lächerlich, dass der i3 die Hälfte vom Gehäuse kostet. Das Traurige ist, es gibt ja auch im Real Life Leute, die PCs bauen, die so Preis-Leistungs-Verhältnis haben, beziehungsweise so ein Verhältnis haben von Komponenten zu einfach nur kosmetischen Sachen. Was wollte ich denn gerade machen? Ah, ja genau, Kühler. Insofern verstehe ich da einfach manche Leute nicht, aber ist halt so. PC läuft doch wieder, oder? Ja. Ich habe doch auf Wärmeleit was drauf getan. Oder? Ja. Erklärung bitte. Warum steht immer noch Problem diagnostizieren? Ah, nee, nee, okay, ich weiß, was das Problem ist. Nee. Eigentlich nicht das Problem, weil es steht nicht im Auftrag drin. Kann es nicht sein. Das kann es auch eigentlich gar nicht sein, weil der PC funktioniert ja. Also nee, es muss schon das sein. Ich weiß nicht, warum dann da nicht steht, dass das Problem diagnostiziert bzw. repariert wurde. So, hier lassen wir mal 3D-Mark laufen. Ich weiß, dass wir hier noch Viren entfernen müssen, aber das steht ja nicht im Auftrag drin. Sprich, das ist wahrscheinlich mal auch nicht der Grund, wieso das nicht als getan da oben steht. Das ist ein bisschen weird.
So. Ah, doch, okay. War trotzdem anscheinend das Problem, auch wenn das keinen Sinn macht. Okay. So, den Selbstbau-PC kann ich gerade auch schon mal hier hinten hinstellen wieder. Und hier kassieren wir erstmal ab. Und bauen hier mal los. Jetzt haben wir auch die richtige Wasserkühlung. Dann sollte hier ein 1300X rein, was eigentlich, wie mir es gerade auffällt, für 3703 Punkte ziemlich wenig ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt möglich ist. Aber wir werden es rausfinden. Und wir müssen auf jeden Fall schon mal zwei Gehäuselüfter da rausnehmen. Obwohl, das hätte wahrscheinlich auch da gepasst, aber egal. So. Da unten geht das auf jeden Fall. Dann schaue ich mal, können wir die Gehäuselüfter sonst irgendwo anbringen? Ja, hier. Einen auf jeden Fall. Und hier hinten müsste ich eigentlich auch noch einen dran machen können. Also besser ventiliert kann kaum ein Gehäuse sein. Hier ein Lüfter oben, hier ein Lüfter unten, ein fetter Radiator und noch ein Lüfter. Nee, das ist die Deckenplatte, wir brauchen aber die Frontblende. So. Speicher. Schade, ich habe gedacht, dass man nicht damit gerechnet hat, dass man sowas vergessen würde. Okay, man hat damit gerechnet. Schade. So, jetzt können wir aber den Kühler installieren. Das hier weg. Wir werden es gleich sehen. Und ich könnte auch mal so langsam das Netzteil einbauen. So. Eigentlich fehlt nur noch die Grafikkarte jetzt. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Aber wir haben nichts Gutes. Die wird hier nämlich nicht reichen, die RX470. Niemals. Ich habe zwar noch so ein klein wenig Hoffnung, aber ich glaube nicht. Okay, da ist das durchgelaufen. Den kann ich also schon mal wegstellen. Kunststoffrotkabel. Die Kunststoffrotkabel. Habe ich mal wieder was übersehen. Trottel. Typisch ich halt, ne? So, und jetzt werden wir gleich rausfinden, wie der PC so verfolgt. Oh shit. Also das sind keine 3700 Punkte.
Der andere PC hat ja 3200 und der hier läuft schlechter. Um einiges schlechter. Shit. Hey, aber so sieht das auch ganz cool aus. Obwohl ich noch so ein klein wenig die RGB-Beleuchtung immer... Die sieht einfach so aus wie mit so einem... Keine Ahnung, wie sie mit so Neon... Ich weiß nicht. Wenn ihr einen PC mit RGB-Sachen habt, dann werdet ihr sehen, das sieht nicht so aus. Das weiß nicht, das ist diese Unschärfe oder dieses unglaubliche Neon. Es sieht einfach nicht so aus. Das müsste man vielleicht noch ein klein wenig verbessern, aber ich habe viel Vertrauen in die Entwickler vom Spiel. Die machen ihre Sache bis jetzt sehr, sehr gut und ich hoffe, dass sie das auch in Zukunft tun werden. Und ich hoffe auch, dass dieser PC die angepeilten 3703 Punkte erreicht. Wenn nicht, werde ich nochmal versuchen, irgendwas zu übertakten, aber ja, da kann ich auch Pech haben. Beziehungsweise das mit dem Übertakten, das wird nicht aus. Shit! Hat nicht gereicht. Schade. Die Sache ist, ich sehe, wir haben noch $50 übrig für diesen PC. War doch der. Ja, $50 mehr. Also wir haben bis jetzt eine RX 470 drin. Glaube ich mal. Ja, eine RX 470. Wenn ich die jetzt irgendwo noch finden würde, wäre es ganz nice. Irgendwo? Ah, da unten. 300. Und für 350 bekomme ich... RX 480 oder sogar... Eine Radeon R9 390 Gaming 8G, aber schwächer ist, sehe ich gerade. Sprich, wir setzen dann am ehesten noch auf die RX 480, aber ich schaue mal, ob wir vielleicht bei der CPU was rausholen können. Für den Aufpreis, ja, da ist das maximal halt ein 1500X. Acht Threads. Wie viel hat eigentlich der gerade drin ist? Hat der kein SMT? Oh. Okay. Dann könnten wir vielleicht doch mit dem 1500X etwas richtig machen. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part von PC Building Simulator, ob wir es dann hinbekommen, diesen PC noch für den Preis, den wir eben als Maximum angegeben bekommen haben, es hinbekommen, diesen PC aufzumotzen, sodass wir noch die 3703 Punkte erreichen. Ich hoffe es doch sehr. Bis zum nächsten Part und ciao!